Und zwar, da heißt die Folge diesmal, die fünfte Folge, er hat sein erstes Mal mit einer Gummipuppe. Und dann so ein lächelndes Emoji. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ihr habt gesagt, das ist cringe. Ich, naja. Gerne Bescheid sagen, wie der Ton passt und so, ne? Kennst du überhaupt sowas wie Autos oder kennst du hier nur die Esel? Ja. Digga, das ist. Ja. Deine Chance. Nach 10 Jahren kannst du endlich bumsen, Mann. Komm, dann musst du den. Hortensia. Daddy. Daddy, von wie sie ihren Vater auch Daddy nennt, ne? Ist auch ein bisschen unangenehm. Ich muss ein bisschen drüber schieben, so. Zack. Besser. Der Esel, ey, die Geil. Also von der Lehrerin habe ich bisher am wenigsten so erfahren, wie sie drauf ist und so. Also ich erfahre nur, dass sie mit dem Vater von Hortensia was am Bändeln hat und dass sie vielleicht mit Capital Bra verwandt ist, weiß ich nicht. Und dass alle sie irgendwie geil finden. Aber mehr weiß ich über sie halt nicht. Sie ist der, finde ich, der Charakter, der so am noch am undurchschaubarsten ist. Also von ihr weiß man auch so sehr wenig und ihre Art ist und so. Kannst du mal, habe ich schon gemacht, Ausbilder Max. Olivia, alles okay? Sieht voll traurig aus. Was ist los? Ich habe doch so Stress mit Fly und das ist ja jetzt aus mit uns. Und deswegen wollte ich fragen, ob ich vielleicht bei euch hier schlafen könnte. Klar, in Ordnung. Solange du willst. Kannst du dich hier breit machen, so wie du willst. Das ist so lieb von euch, wirklich. Tausend Dank. Ja, klar. Gar kein Ding. Das ist geil. Drei Mädels in einem Zimmer. Oh Mann. Endlich mal wieder. Aber Mädels, kein Grund, jetzt Trübsal zu blasen. Wir haben unser Umweltprojekt eingereicht. So, eigentlich ein Grund zu feiern, nice. Oder? Auf jeden Fall. Und heute ist ja die Geburtstagsparty, das heißt, sehr gute Stimmung hier, oder? Ja. Auf jeden Fall. Klar. Party. Aber was mit dem Geschenk? Wir haben ja wer hat Geburtstag nochmal, hab ich ausgepasst? Ja, keins. Wir bringen auf gar keinen Fall eins mit. Fly bekommt nichts. Ne? Nein. Ja. Ah, es war eine. Stimmt, vielleicht hatte ich irgendjemand eine Party. Stimmt, einer Geburtstag. Und die wollten abends eine Party machen, nachdem sie ihr Projekt abgegeben haben. Und da hat sie gemeint, wer gewinnt, der kriegt eine Kiste Bier. So war das letzte Folge, genau, schon komplett vergessen wieder. Ja, verstehe ich total. Aber weißt du, was mich auch nervt? Meine Eltern. Es nervt mich so sehr, immer lernen zu müssen. Und deswegen dachte ich, bin ich mal ein bisschen rebellisch und hol uns eine Überraschung, passend zum Abend. Und zwar, ich zeig's euch, Mädels. Tada! Ein Whisky, eigentlich war nur Dings erlaubt. Bier. Ich habe uns was zu trinken geholt. Mega. Aber natürlich heimlich, ne? Macht Sinn. Deswegen würde ich sagen, trinken wir jetzt alle mal. Ich aber bitte nicht. Also ich möchte wirklich nichts trinken. Komm schon. Nee. Es wird witzig, wirklich. Nee, wirklich, wenn du nicht. Bestimmt verträgt der Hortensia gar keinen Alkohol. Wenn sie dann trinkt, dann geht sie wahrscheinlich voll ab so. Wahrscheinlich komplett anderer Mensch plötzlich, ne? Jede Wette. Nein. Ist alles gut. Oder lass deinen Daddy einen Schluck dafür trinken. Der ist schon gar nicht mehr da. Der ist weg. Ich nehme auf jeden Fall einen Schluck. Okay. Cheers auf unser Mädelsabend. No. Olivia wirkt so unschuldig, ne? Komplett durch und durch. Lampen. Brille. Von Gork die Brille. Danke fürs Follow, Porterix. Hallo. Ich bin's nur. Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht eine Krawatte oder eine Fliege für mich habt. Für die Party würde ich gerne. Nee, also ich hab jetzt keine. Die beiden sind so kunterbunt angezogen, ey. Vor allem auch die Cavs und so. Und die haben das perfekte Pendant zu Jojo erfunden, einfach was Jonas spielen kann. Cringe Team und Jojo, beste Charaktere, ey, finde ich nice. Schon? Nein. Nee. Wenn ich dich gerade im Pullover sehe, ich kann ja. Also wirklich, es ist so. Ich bin ja schon so ein Partygänger. Ich gehe oft auf Partys, ich habe Erfahrungen und es ist so ein Poloshirt. Das ist genau das Richtige auf so einer Party. Du schwitzt nicht, du kannst dich frei bewegen, tanzen, die besten Dance-Moves kannst du auspacken. Das waren gute Dance-Moves. Das waren echt sauer. Gute Dance-Moves. Oh Mann. Oh, ist immer noch unangenehm.
Ich wäre auf deinen Party, ja, auf der Premiere-Feier zu Kartoffelsalat, wo ich mitgespielt habe. Und da waren die beiden auch dabei, Jonas und Jonas. Und an dem Abend habe ich schon ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen viel Wasser getrunken und habe dann auch sehr, sehr cringy getanzt. Und das ist mir immer noch unangenehm, weil ich weiß, dass die beiden da waren und das gesehen haben. Es war mir auch unangenehm. Ach, Mann. Kannst auch voll machen. Ich geh so wie immer. Für Lorena. Ja. Die hat dich geküsst. Was? Mhm. Du hast... Ich hab ihr die Hülle geschenkt. Du und Lorena, ihr habt euch geküsst? Ja. So richtig. So ein richtiger Wangenkuss. Ach, Wangenkuss. Ach so. Ja, Wangenkuss ist ja... Mama macht's auch immer. Ist doch auch was. Ja, Mama macht's auch immer. Okay. Schon super. Ja, hätte ich auch gerne. Sagen wir gehen Georg, hätte ich auch gerne. Okay, let's go, komm. Ich weiß nicht, ja, vielleicht wird aus so einem Jojo ja wirklich noch so ein richtiger Womanizer. Ego, komm her, komm her, komm her. Das ist der Jojo, unser Womanizer. Hm? Ey, wie mein Bruder und ich. Wie mein Bruder und ich. Ey, ich find's so gut. Fly, fliegen ist besser als Spitzname. Oh, Fly. Wenn, weil Fly heißt doch auch, heißt nicht auch die Fliege hier? Nee, Bowtie heißt das, ne? Das ist die Bowtie. Ach, das auch, weil Fliege ist ja eigentlich auch die Fliege zum Tragen, ne? Und Fly heißt ja Fliegen, Fliege. Aua, aua, ey, nicht ausrasten jetzt. Lustig. Da. Okay, also meine Kontur müsste so eigentlich sitzen. Jetzt hat die Frage, also welcher kommt am erotischsten rüber? Also, ich glaube, ich würde den nehmen. Lipgloss oder matt? Nimm Lipgloss. Sicher? Ja. Ist auch zum Küssen gut. Ja, nimm den. Wirklich, vertrau mir. Okay. Können wir uns vielleicht was versprechen? Ist der auch zum Küssen gut? Überlegt man sich als Mädchen solche Sachen? Wenn man auf Partys geht, ist der zum Küssen gut? Oh, ich weiß, das eine Mal... Da habe ich ein Mädel rumgemacht, ne? Und die hatte halt komplett roten Lippenstift drauf. Und danach war war mein Mund so komplett rot und ihre auch so. Komplett kacke so. Also, es gibt ja nicht so das eine Lied, so rote Lippen sind zum Küssen da. Nein, definitiv nicht. Gibt es Lippenstift, der Wasser, der wasserfest, sage ich schon, der fest ist, der dran bleibt oder so? Weiß nicht, ob da was gibt, was bleibt, aber trag keinen roten Lippenstift, Leute, wenn ihr denkt, ihr würdet mit irgendeinem Typen rummachen. Oder mit einer Frau machen. Ich weiß ja nicht, wie jeder darf machen, was er will. Keine Ahnung, Amy. Muss ich ja. Ich hätte Matt genommen. Matt als Lippenstift. Die Lehrerin hat Revi auf Insta nach Date gefragt. Was? Nach einem Date gefragt? Lehrerin, echt? Die Frau Bra oder was? For real? Was? Können wir uns versprechen, dass wir heute uns beide gegenseitig unterstützen werden, um Stanley endlich rumzubekommen? Einer von uns muss mit ihm im Bett landen. Reden Mädels wirklich so? Einer von uns muss ihn bekommen. Egal wer, aber einer von uns muss ihn ins Bett bekommen. Das will Stanley nicht beide? Nee, Stanley braucht auch zwei Leute für die Goldene Tausend, ne? Der will... Nee, der braucht eine noch und dann will er die Goldene Tausend irgendwie voll haben. Der hat auch noch gesagt, 998 oder so, ne? Ja. Okay. Pinky Promise, einer von uns hat heute was mit Stanley. Ich habe auch schon einen Plan. Der ich überlege, Cringe Timmy einfach nochmal auszunutzen und ich werde ihm einen Blowjob geben. Was? Was? Sie will einfach ihm ein... Ich versuche Stanley eifersüchtig zu machen, indem ich ihn einfach gleich einen Blowjob... What? Man kann auch schnell eskalieren, einfach so. Man kann auch einfach eskalieren. Das ist so. Okay. Danach wird Stanley garantiert was mit dir haben wollen, wenn der weiß, dass. Ich dachte, hey, das ist doch.
komplett die schlechte Taktik. Man fragt ihn, man weiß direkt schon, okay, wenn sie künstlich mich schon einen Blow da, dann habe ich Stanley auf jeden Fall. Ich bezweifle, dass Stanley auch noch was eher anfangen will, wenn sie was mit Cringe Timmy hatte oder so. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Und das dabei filmen. Und das Video dann Stanley zeigen. Und das Film. Oh, ich bin allergisch gegen schlechte Ideen. Oh, was war das denn eigentlich gerade? Sie will das filmen. Und vor allem, Cringe Timmy ist doch garantiert nicht ruhig dabei. Du bläst mir gerade eine. Es ist doch, redet doch rein, das ist doch ultra unangenehm. So, das guckt sich doch keiner an. Bruder, bei Gott, ne, ich schwöre, du bist so verrückt. Willst du wirklich durchziehen? Klar. Mach. 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 Richtige Party-Location, vor allem, weil sie alle so sitzen. So. Also manchmal ist das so und manchmal ist das anders. Ja. Hey Frau Bra, alles gut? Ja. Gefällt dir mein Geburtstag? Ja. Ich richtig unangenehm. Corona-Time, ja. Hab, um den Geburtstag noch ein bisschen besser zu machen, eine Idee. Ich würde gerne eine Liegestütz-Challenge machen, wenn das in Ordnung ist. Das ist ein sportlicher Vorschlag, gefällt mir, ja. Immer unangenehm, auf einem Geburtstag feiern und eine Liegestütz-Challenge machen. So. Ja? Sie kennen mich doch, sie kennen mich Wer doch. Wer soll alles mitmachen? Mitmachen, das war einmal Stanley und Cringe Timmy. Der hatte auch Bock, okay, mitzumachen. Möchtest du sonst noch irgendjemand machen? Ich kann auf jeden Fall noch mitmachen. Super, Fatima. Dann bin ich mal gespannt. Ja. Danke schön. So Leute, jetzt schaut zu, wie ich das mache. Ich werde gewinnen. Ready? Never. Ich werde mehr machen ich als du. Hä, hey, als ob, was ist das Liegestütz? Ich will nur flexen, ja wahrscheinlich, ey. Ich werde mehr machen als ihr beide. Leute, wenn ihr jetzt Liegestütz machen würdet, wie viele würdet ihr am Stück schaffen? Schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir in den Chat rein, würde mich interessieren. Weil ich schaffe so zwischen 30 und 50. Also, ja, je nachdem, wie ich drauf bin. 1, 0, 10. Einen. Gehört auf 0 rein, einfach geil. 30, 1. 34, sehr genaue Zahl. 10 minus 15, also minus 5 oder 10 bis 15? 0, Alex, wäre lustig drauf. 20 bis 25, okay. Hab Muskelkater im Arm, dann keinen, okay. 45, okay, das ist krass. 0, 0, 0, ich bin ein Lauch. 10 bis 15. 150, ja klar, Levy, glaube ich dir. 5 oder so, 0. Die meisten schreiben 0 rein, das macht mir ein bisschen Angst. Also 1 sollt ihr auf jeden Fall schaffen. Mindestens, also 10 schafft jeder. Leute, 10 schafft jeder. Mindestens 10. Ey, wenn ihr keine 10 schafft am Stück, dann würde ich mir Gedanken machen, wirklich. Also 1, also mehr als 1 schafft ihr auf jeden Fall. Also 10, wenn ihr euch anstrengt, wirklich ernst, schafft ihr auf jeden Fall mindestens 10. Und seid ihr so, Bruder, bin fett. Bin Lauch. Wirklich? Ich weiß gar nicht, wie es so ist, weil ich habe Cringe Timmy, ich habe 0, dafür habe ich trainiert. Da habe ich dafür trainiert für 0 Stück. Auf keinen Fall mehr als 1. Wirklich? 0. Okay, krass. Aber ich bin Lauch. Dann macht der Gedanken bei mir. Okay. 50. Kann ich mir nicht. Okay, 45 sind easy. Ja, ich sage auch 30 bis 50, nachdem ich drauf bin, wenn ich gegessen habe und wenig geschlafen, wenig Sport, also wenig, ja, dann sowieso weniger. Aber mindestens 30 schaffe ich auf jeden Fall. Aber okay. Ja. Früher habe ich also auch safe von 50 geschafft. Wir mussten sogar einmal früher benotet werden für Liegestützen. Und wer mehr als 50 Liegestützen geschafft hat, hat irgendwie eine 1 bekommen. Ich habe damals auch 50 gemacht, sogar mehr. Und habe dann meine 1 bekommen. Alle haben gestaunt. So, was? Bro, die schafft das? Weil ich immer so der Außenseiter war, der in der Ecke hängt. Und dann habe ich plötzlich Liegestützen gemacht. Also, was kann der denn plötzlich so? Ja, ich war halt der Beste. Ich war der Beste. Gut, weiter geht's. Hey, Feuer frei! Auf die Plätze, fertig! Hä, aber ich kann auch keine Liegestützen so machen, die knallen auch gegeneinander. Also gerade hier, da knallen auch die Ellenbogen gegeneinander. Auf die Plätze, fertig, los! Slide ist schon am Zittern. Komm, Slide, komm schon. Hey, wie was ist das für ein langweiliger Haufen, Alter? Was ist das für ein Haufen? Oh mein Gott! Das schaffst du. Hä, hey, ich dachte vielleicht schaffen. Ich dachte vielleicht wäre so sportlich. Hä? Der hat nicht mehr einen geschafft. Zwei hat er. Ach Gott. Oh. Verdammt. Komm schon, Stanley. Oh, Stanley, wirklich. Oh mein Gott. Ich hab mich. Was? Ich hab mich.
Stimmi. Oh, ich hab gewonnen. Ja, er hat 3 geschafft, weil jetzt die nur 2 geschafft haben oder so. Aber Quinn Stimmi ist auch bufft, ne? Der hat Arme, der müsste eigentlich mehr schaffen als so 3 oder 4. Wie viel waren das jetzt? Es war auf jeden Fall sehr unangenehm. Aber genauso war ich, weil der Unscheinbare, der dann alles fertig gemacht hat, so mit Liegestützen, so. Das war ich dann. Timmy! Glückwunsch! Sein Fall verkackt! Das muss ich doch mal sehen. Das war unangenehm. Oh, das ist einfach in Slow Motion, wie sie es verkackt haben. Hi. DJ Diallo, Dankeschön für 42 Euro. Oha, haut er raus. Vielen lieben Dank. Oha, vielen lieben Dank für 42 Euro. Haut er einfach so raus, mal so. Krass, krasser Typ. Hi, hi, zurück. Vielen lieben Dank. Kuss, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ich wollte das High-Five nochmal sehen, Slow Motion. Ich hab gewonnen! Timmy! Jetzt kommt's. End Anlauf. Den, 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 den. Er kommt hoch. Jojo kommt. Jojo kommt, hebt die Hand. Hey, hebt die Hand. Und jetzt kommt Jonas. Und er schlägt zu. Und er macht eine Faust, die Jojo plötzlich. Er macht eine Faust. Und Jonas schlägt oben drüber. Also Cringe Timmy. Was ist das denn? Sind er dann so fest? So, hä? Komplett lost. Komplett lost, Alter. Oh mein Gott, wie geil. Aber das ist eh... Und Georg lässt da hängen, oh Mann. Scheiß Liegestütze. Scheiß auf Liegestütze. Das ist ja echt nicht zu fassen. Ich bin überhaupt nicht in Form. Nee. Mann, den Cringe Timmy zu verlieren? Vor allem, ja, die haben hinten keine Musik und tanzen trotzdem, weil wir können sie sonst interviewen, wenn da Musik hinten laufen würde. Och, Mann. Und ich will nächstes Jahr bei Olympia mitmachen. Ja, oh mein Gott, echt. Sport ist meine Zukunft, mein Leben. Sport ist meine Zukunft. Ich Sport machen. Ich... What the fuck? Oh, die rauchen. Was will die denn hier? Wer ist das? Was? Hallo, ich wollte... Ah, das ist die Nachbarin da. Aha. Fragen, ich wollte fragen, ob ihr vielleicht... Warum machen sie noch gerade die in der Tür? Kannst du auch mal reden, Mädchen? Was suchst du hier? Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht die Musik leiser machen könntet. Vergiss es! Fatima, mach wieder auf, das ist total asozial, das kannst du nicht machen. Mach auf. Hä, aber die wohnen auf so einem eingesetzten Gebäude. Die müssen wirklich ultra laut feiern, dass es die Nachbarn stören würde, so. Auf, die müssen doch heulen. Mein Vater, der mag keine laute Musik und der möchte Ruhe haben. Und ich wollte fragen, ob wir die vielleicht... Mädchen, für dich würde ich es jetzt nicht machen, aber ich mach's für deinen Baba, okay? Okay. Für deinen Baba. Oh Mann. Lass die Musik-Dings leiser machen. Ist es nicht okay, wenn sie mit reinkommt? Sie kann auch mit uns feiern. Digga, wenn es dich glücklich macht, mach doch. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne mit reinkommen. Das würde mich sehr freuen. Ja, was? Aber ich kenne doch gar keinen. Jetzt kennst du uns. Am Ende macht sie was vielleicht mit Stanley. Und dann geht keine von den beiden Stanley. Das wär's. Lampe. Vor allem, sie hat Make-up, ist voll geschminkt und geht rüber, um zu klopfen, zu sagen, dass sie bitte still sein sollen. Wer geht denn geschminkt zum Nachbarn rüber? Also ich nicht. Wäre auch komisch. Hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Hey, Leute, einmal Musik aus, bitte. Bro, du musst hier mal vorkommen. Was? In weniger als einer Minute hast du Geburtstag. Ich fein rein. Krass. Und ich hab ein Geschenk für dich. Damit wirst du zu einem richtigen Mann. Zu so einem richtigen Mann. Warte mal. Nein. Du hast... Oh, nee, jetzt kommt wahrscheinlich die Puppe, ne? Du hast mir...
Hast du mir eine Stripperin bestellt? Nicht ganz, Digga, okay? Das wäre schwierig hier auf Klassenfahrt. Ich hab's versucht, ich hab's versucht. Ich hab was Ähnliches. 5, 4, oh mein Gott, ich muss das. 2, 1, alles Gute. Hey, alles Gute, Fly. Und viel Spaß mit deinem Geschenk. Hey, Geschenk. Ich kann auch kein Deutsch mehr. Hallo, Bro. Happy Birthday, lieber Fly! Habibi, ja! Habibi! Happy Birthday to you! Alles Gute! Jojo, was geht, Dicker? Na? Wow! Dein Geschenk, Bro! Was? Warte mal! Alles Gute! Danke, danke, Georg! Du bist, das ist zu viel, aber Bro. Danke! Hey! Komm her, Junge! Komm her! Ja, da werde ich sowas von reinficken heute! Ja. Da werde ich sowas von reinficken heute. Wer sagt denn sowas? Hä? Die benutzt es doch. Ich weiß nicht, warum Leute das so gut finden. So. Ich finde so Puppen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, warum man damit. Das ist doch Plastik. Das ist doch un. Das fühlt sich doch kacke an wie noch was. Wieso sollte man denn damit Spaß haben sollen? So? Hä? Ist komplett komisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum es Leute machen damit. Ich weiß echt nicht, ob jetzt unsere Beziehung deswegen vorbei ist, nur weil ich noch nicht mit ihm schlafen möchte. Das ist die haben doch schon längst... Oder ist sie unsicher? Ja, sie hinterfragt es gerade, ne? Also, ist es wirklich zu Ende? Hm? So scheiße und jetzt dieses dumme Geschenk von Stanley. Das provoziert mich so sehr und das macht er extra, das ist so schlimm. Und ich habe ihm eigentlich ein Wellnesswochenende gebucht und wollte eigentlich mit ihm zusammen dahin fahren und... Die haben sich doch getrennt oder wollen sie zusammen sein? Was ist mit denen? Ich check's gerade nicht. Wollen die zusammen sein oder nicht? Ich dachte, die haben sich getrennt, einvernehmlich. So, und jetzt will sie doch mit ihm wieder... Okay, können wir machen, ne? Schöne Tage verbringen und das... Ich glaube, ich werde es ihm jetzt nicht mehr schenken. Hey. Hey, du hast geschrieben, ich soll rauskommen. Ja, ich wollte mit dir eine rauchen. Oh, ja klar, ich rauche öfters. Ich hab noch nie geraucht, das wird gleich unangenehm. Partyraucher, klar. Es ist ganz schön windig. Auf jeden Fall sehr erotisch. Okay. Ich habe vor einigen Jahren schon aufgehört. Hey, aber du siehst total gut aus. Das Outfit steht dir. Dankeschön. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage an dich. Hat dir schon mal jemand eingeblasen? Ne? Das ist so... Oh Mann, unangenehm. Du meinst so... Oh, Stanley, sag ich dann. Cringe Timmy kann jeden Moment kaputt machen. Jeden Moment kaputt machen. Junge, die hat jetzt Bock Level 8000 erreicht. Genau, Chuppi. Also, du meinst jetzt hier? Ja. Es ist bestimmt ein bisschen zu kalt. Ich glaube nicht, dass ich einen hochkrieg. Wir kriegen das schon hin. Hast du was dagegen, wenn ich das filme? Was? Unangenehm. Film? Ja. Nee, ist schon okay. Okay. Ist ja cool. Okay. Also wenn sich Fatima da zuschaut. Was? Okay. Es gibt bestimmt irgendwann die ersten Pornos, die darauf aufbauen quasi und dann quasi so eine Story draus machen. So. Krass, Klassenfahrt Pornoparodie. Parodie. Will er Julia abfüllen jetzt? Alter, bist du nicht komplett drunk?
haben die gedacht, dass die Musik lauter drüber legen. Jetzt haben sie den gar keine Musik drüber gelegt. Das war unglaublich unangenehm, gerade anzuschauen, wo dieses Klack, Klack, Klack gehört hat und dann so. Das sind 10 Shots mindestens. Nee, das geht eigentlich. Wie viele Finger zeige ich? 7? Nein, Mann, es lacht. Warum trinkst du eigentlich nicht? Ich trinke doch die ganze Zeit mit dir. Ach so, ja. Stimmt schon. Hi. Na? Fuck. Okay. Hast du gesehen? Ja. Viel Spaß. Glückwunsch, Junge, Alter. Dankeschön. Viel Spaß, ich werde nicht immer Fly suchen. Dieses Eifersuchtsding ist doch komplett weird. Das würde mich garantiert nicht geil machen. So. Wäre garantiert auch nicht jetzt auf dem Trip jetzt mit Fatima abzuhängen, nur weil sie Jojo geküsst hat. Was ist für ein Plan, den die immer aushängen? Ich küsse den, um ihn eifersüchtig zu machen. Hä? Quatscht einfach mit Stanley und macht ihn so auf euch aufmerksam oder so. Anstatt immer so über Ecken immer zu machen. Ja, ich küsse ihn und dann er und dann blase ich ihm ein. Und so. Was? Lampe. Treppenblende. Oh. Das ist ein bisschen was. Oh nee, ist Fly jetzt da oben mit seiner Puppe oder was? Direkt. Hey Fly, bist du da? Ja, er filmt direkt natürlich mit der Sexpuppe einfach. Einfach so unangenehm. So unangenehm. Oh, echt, du machst alles das, was meine Freundin nicht macht. Oh, aber reden kannst du auch zum Glück nicht. Es ist so unangenehm. What the f? Why? Oh, du bist so sexy. Oh, fass mich an. Fass mich an. Das werde ich jetzt. Es ist fertig jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das purer Cringe diesmal, Alter. Was ist da passiert? Ey, es ist einfach ultra. Die Folge war, ging eigentlich nur ums. Nur, also war ziemlich sexuell anstößig, so ein bisschen. Also, direkt hat er irgendwie geflankt, also mit der Sexpuppe am Flanken. Sie bläst ihm ein und dann küsst einer Jojo. Was ist denn das hier? Ah, oh, ich bin. Muss man in der Gummipuppe auch ein Gummi benutzen oder ist das schon inbegriffen? Bevor es auch schwanger wird, ne? Och man, es ist unangenehm. Es klappt einfach nicht. Stanley denkt doch jetzt, dass Fatima jetzt auf Höhe steht und geht raus dem Weg oder nicht? Ich glaube, das ist nicht. Ja, eben würde ich auch sehen, Megalook. Mega komisch auf jeden Fall. Aber interessant ist. Interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das ist mit Abstand die weirdeste Staffel so. Ich habe noch keinen, das ist wirklich wie eine Klassenfahrt, ich habe noch keinen Verlauf gesehen. Letzte Folge war es mir irgendwas Krasses, dass sie das noch irgendwie, dass irgendjemand entführt wurde oder irgendjemand, doch, die erste Staffel war ja auch mit, doch, irgendjemand hatte diesen, da hatte doch der Dings diesen Wurm im Kopf, der Kenneth zum Beispiel, das ist auch so ein größerer Handlungsstrang, also es ist komplett, ich weiß nicht, wo es hingeht, also das Konzept fehlt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wohin das führt. Kommt noch jemand, der irgendwie entführt? Die Nachbarin, das Nachbarsmädel, was macht die jetzt noch? Die hat auch nichts mehr von ihr gehört. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es noch weitergeht. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr weird auf jeden Fall.